Hallo und ganz herzlich willkommen zum dritten Part von dem Geheimnis der Sephira-Pferde. Weil sich ihnen so viele gewünscht haben, dachte ich mir, mache ich auch noch einen dritten Part. Und dann habe ich mir auch überlegt, den halt einfach als 200-Abo-Special zu machen. Weil wir jetzt auch 200 Abonnenten geschafft haben, mache ich den jetzt auch. Und nochmal vielen Dank für 200 Abonnenten, das freut mich wirklich richtig doll. Es war in der Nacht und wir alle schliefen tief und fest. Chocolate, es ist die Zeit gekommen, der dunklen Magie beizutreten. Du hast keine Chance mehr. Du kannst nicht mehr lange nett sein. Also tritt uns bei. Wovon redest du? Bitte lass mich in Ruhe. Ach, Chocolate, ich kann dich jetzt ganz einfach kontrollieren. Auch wie du gerade merkst, durch deine Träume. Doch auch durch Gedanken und vieles mehr. Das heißt, du wirst bald der dunklen Magie beitreten müssen. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Dann schrie Chocolate auf einmal. Ah, bitte lass mich in Ruhe, bitte. Hilfe. Ich ignorierte Chocolate einfach. Die anderen bemerkten davon gar nichts. Bitte seid jetzt mal kurz alle leise, denn ich muss mich konzentrieren, um wieder in Chocolates Traum hineinzukommen. Denn wir wollen sie ja schließlich alle wieder in der dunklen Magie haben, stimmt's? Ja, das stimmt. Chocolate, meine Hübsche. Chocolate. Chocolate, komm her. Komm zu uns, Chocolate. Chocolate. Derzeit bei Chocolate. Lass mich in Ruhe. Aus meinem Traum. Geh weg. Ich bemerkte, dass es Chocolate nicht gut ging. Doch ich wusste, dass ich ihr nicht helfen konnte. Denn auch ich selbst wollte nicht so viele Probleme haben. Ah, lass mich in Ruhe. Was passiert hier? Was dann geschah, konnte ich echt nicht fassen. Chocolate wurde so in der Art einfach weggezogen. Es war keiner da, es war kein Seil dort oder so. Sie wurde einfach weggezogen, obwohl nichts da war. Es war so komisch, als würde sie verschlungen werden. Und dann war sie wie vom Erdbeben verschluckt. Ah, nein, was ist das? Nein. Ach, Chocolate, mein kleines Kind, du kannst dich dagegen nicht wehren. Ach, Chocolate, du dachtest doch nicht wirklich, dass du der dunklen Magie entkommen kannst. Keiner, und zwar wirklich keiner, kann der dunklen Magie entkommen. Hast du mich verstanden? Bitte lass mich einfach nur gehen. Nie im Leben. Jetzt bist du hier bei uns. Für immer. Ah, warum kann ich nicht aufstehen? Ach, Chocolate, ich habe dir doch gesagt, dass ich jetzt Macht über dich habe und dich kontrollieren kann. Ich kann dich schwach machen, wann ich will. Ich kann in deine Träume und vieles mehr. Ich kann auch alle kontrollieren, die hier sind. Ja, euch alle hier. Wirklich? Ja. Nein, damit kommst du nicht durch. Bitte. Oh, warum geht das nicht? Bitte helf mir. Ach, Chocolate, niemand ist jetzt für dich da. Du bist jetzt ganz alleine. Doch du hast uns. Komm her. Wir helfen dir nicht. Wenn du willst, kann ich den Zauber wieder rückgängig machen. Dann kannst du wieder laufen. Aber du musst mir versprechen, nicht abzuhauen. Okay, von mir aus. Ach, danke schön. Und tschüss! Hey, Chocolate! Aua, das tat weh. Na, das passiert. Wenn du noch einmal abhauen willst, dann wird's schlimmer. Aua, das tat weh. Chocolate, hör mir mal zu. Du musst jetzt verstehen, dass du der dunklen Magie beigetreten bist. Du kannst dir es nicht aussuchen. Aber ich wollte es nicht. Ja, aber du kannst es dir, wie gesagt, nicht aussuchen. Und jetzt gehörst du zu uns, ob du es willst oder nicht. Also komm damit klar. Jetzt schlaf! Nein! Na, dann muss ich dich wohl zwingen. Ah, nein, bitte nicht. Au. Jetzt mach die Augen zu. Und jetzt mach die Augen zu. Ich freue mich schon so auf heute. Warum denn? Chocolate hat mir gestern gesagt, dass sie mich heute besuchen kommt. Uns alle. Was? Wie cool. Ich freue mich. Ich freue mich auch schon richtig. Ja, ich freue mich auch schon voll. Nach 4 Stunden. Chocolate sollte jetzt eigentlich da sein. Und zwar schon seit 5 Minuten. 5 Minuten sind 5 Minuten. So schnell kommt sie eben nicht. Ja, da hat Faya wirklich recht. Mach dir keine Sorgen, meine Süße. Na, wenn ihr meint... Derzeit bei Chocolate. Ich bin jetzt nicht mehr müde. Kann ich bitte wieder aufstehen? Puh, du hast deine Chance bei uns versabbelt. Also nein, du kannst nicht mehr aufstehen. Ich habe jetzt eigentlich ein Treffen mit meiner besten Freundin. Ist es so ein Einhorn-Ding? Ja.
Dann gehst du da auch nicht hin, oder? Ja. Bitte, sie macht sich sonst Sorgen um mich. Dann soll sie sich ruhig Sorgen um dich machen. Ist doch nicht mein Problem. Okay, aber kann ich denn wenigstens aufstehen? Nein, wie oft denn noch, wenn du mich das noch einmal fragst? Tut mir leid. 3 Stunden später. Mann, es sind jetzt schon 3 Stunden vergangen. Sie kann nicht so lange weg sein. Und der Weg ist ja auch nicht weit. Vielleicht hat sie es auch einfach nur vergessen. Chocolate würde mich nicht vergessen. Das weiß ich ganz genau. Sie hat sich so auf diesen Tag gefreut und ich mich auch. Langsam mache ich mir Sorgen um Chocolate. Ja, das machen wir uns alle. Mama, darf ich bei ihr zu Hause mal nachschauen? Sie wohnt ja direkt an der Grenze. Dann kann ich direkt nur gucken, ob sie da ist. Von mir aus, aber sei vorsichtig. Du weißt, dass die dunkle Magie hier immer noch lauert. Ja, danke schön, Mama. Ich werde vorsichtig sein. Dieser Weg ist doch ganz schön weit. Vielleicht hat sie sich ja auch einfach nur verlaufen. Hier ist es, aber ich sehe Chocolate nicht. Nur ihre Familie. Sie suchen sie. Chocolate, wo bist du? Chocolate! Chocolate, Mom, kannst du nicht mal aufhören, uns jeden Tag einen Schrecken zuzubereiten? Bitte lass es. Oh. Hey, Minnie. Was ist los, Papa? Weißt du, wo sie hingegangen ist? Du kriegst doch sonst immer alles mit. Sag es niemandem weiter, aber ich weiß es. Also, sie hat so komische Sachen geträumt, hat im Traum geredet und dann wurde sie einfach von irgendwas gezogen, aber es war unsichtbar. Ich habe nichts gesehen. Sie wurde einfach über den Boden gezerrt und dann war sie wie vom Erdboden verschluckt. Erdbeben, sorry. Was? Wirklich? Ja. Oh mein Gott. Genau dasselbe haben sie bei mir auch gemacht. Wer? Die dunkle Magie natürlich. Oh nein, dann müssen wir ihr ja helfen. Es gibt da nur eine Möglichkeit. Und welche? Es ist unmöglich, von dort zu flüchten. Wir müssen der dunklen Magie ihre Macht wegnehmen. Eine andere Möglichkeit gibt es wirklich nicht. Wie zum Teufel sollen wir das denn anstellen? Es gibt nur einen Weg. Es gibt eine bestimmte Pflanze, gegen die die dunkle Magie sozusagen in der Art allergisch ist. Wenn ich es mal so ausdrücken würde. Und ja, die entzieht ihr einfach ihre Kraft, sobald sie sie berühren. Und schon einatmen entzieht sie ihre Kraft. Aber ich weiß nicht, wo wir diese Pflanze finden sollen. Sie ist nur sehr selten. Außerdem weiß ich auch nicht, wie wir sie der dunklen Magie verabreichen sollen. Beschreib mir, wie die Pflanze aussieht. Ich mach das für Chocolate. Sie ist gelb. Und wir haben hier sonst keine gelben Pflanzen zu sehen. Dankeschön. Worüber reden die wohl? Eine Sache, bevor du losbrichst. Es gibt die Pflanzen nur auf der anderen Seite. Ist mir egal. Ich mache es für Chocolate. Viel Glück, Minnie. Du schaffst das. Ja. Wenn du sie hast, bring sie zu mir zurück. Dann verabreichen wir sie beide der dunklen Magie. Okay, danke. Schnell verstecken. Gut. Ich habe dich gesehen. Wer bist du? Du kannst mir vertrauen. Alles ist gut. Okay. Ich suche nur Chocolate. Chocolate ist meine Schwester und ich suche sie auch. Wir können sie zusammen suchen. Wir müssen eine gelbe Blume finden. Denn genau mit dieser können wir der dunklen Magie ihre Macht entziehen. Und dann haben wir Chocolate wieder. Meinst du wirklich? Ja. Ich weiß, wo eine gelbe Blume ist. Sie ist genau dort, wo ich wohne. Dann zeig mir diesen Ort. Ich habe meine Familie, darf dich nicht sehen. Komm mit. Komm schnell. Hier ist sie. Genau hier. Du bist ein wahres Genie. Okay, lass sie mich pflücken. Oh, sie riecht so gut. Ich habe sie, hier kann ich sie gut transportieren. Gut, jetzt müssen wir sie meinem Vater bringen. Ich mach das. Hier wären wir. Gibst du mir die Blume? Ich glaube nicht, dass mein Vater nämlich dich sehen sollte. Ja, hier. Dankeschön. Papa, ich hab die Blume. Hier ist sie. Perfekt, mein kleines Genie. Hey, wir gucken eben mal ganz kurz da hinten, weil da haben wir ja noch gar nicht gesucht. Okay, aber passt auf euch auf. Keine Sorge, das werden wir tun. Jetzt komm schnell. Komm mal. Ja. Dort sind sie. Sie haben Chocolate tatsächlich. Was macht ihr mit ihr? Hey, leise. Habt ihr das gerade auch gehört? Ich hab nichts gehört, Schatz. Ich auch nicht. Ihr seid echt so taub. Bleibt hier. Wir müssen doch weg. Nein, wir locken ihn in die Falle.
So wird ihm die dunkle Magie entzogen. Dann müssen wir es nur noch mit den anderen machen. Stimmt, wenn er an der Blume riecht. Und die riecht man schon von Weitem, also Bingo. Yay! Ich wusste doch, dass du hier bist. Was wagst du hier? Was ist das für ein Geruch? Denkst du echt, ich überlasse dir meine Tochter? Du kannst mir nichts anhaben. Doch, das kann ich. Oh mein Gott, geht es dir gut? Was ist mit ihnen? Leute, was ist denn mit euch? Alles gut? Was ist das für ein Wir müssen Schokolade die Blume geben. Ich kann wieder aufstehen. Ach, Papa, Mimi, was macht ihr denn hier? Na was wohl, dein Leben retten. Was ist mit ihnen passiert? Ihnen wurde die dunkle Magie entzogen. Jetzt kann sie dir nichts mehr antun. Morgen wird es ihnen wieder besser gehen. Du musst auch an der Blume riechen. Du musst sie auch verlieren. Bei dir verlierst du sie schneller, weil du sie noch nicht so lange hast. Lass mich riechen. Okay, ja, hier. Schokolade! Ihr geht es gut. Wir holen sie mit nach Hause. Dann wird es ihr wieder besser gehen und sie kann sich ausruhen. So, Schokolade, alles ist wieder gut. Wo war sie? Spielt jetzt keine Rolle. Sie muss sich ein wenig ausruhen. So endete ja dann doch noch alles im Guten. Die dunkle Magie wurde wieder normal. Und da sind jetzt ganz normale Pferde geworden, die sich an nichts mehr von der dunklen Magie erinnern. Doch leider erinnert auch Schokolade sich an nichts mehr, was passiert war. Aber Schokolade ist wieder braun geworden. Aber an die Zeit in der dunklen Magie erinnert sie sich nicht mehr. Aber nun ja, das war's jetzt auch mit dem dritten Part der dunklen Magie. Jetzt erstmal gibt's eigentlich keine weiteren Teile mehr, weil es ist ja jetzt auch alles im Guten geendet und so. Und das war's dann auch. Ja, dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Tschüss, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich nämlich sehr freuen. Tschüssi!